Das wird eine Menge Arbeit. Aber heute geht's an den Bau. Und zwar richtig Bau, Bau. Das heißt, wir müssen erstmal hier große Plattformen drumherum ziehen mit Stufen und schauen, wie groß wir die machen. Ich habe schon mal ein paar Steine gefarmt und vorbereitet. Und dann können wir mal gucken, wie groß wir den Spaß machen. Wenn wir jetzt überlegen, wir sollen hier Felder und alles anlegen, ne? Da müssen wir. Das ist ja geil. Das ist ja endgeil, wie das da drauf leuchtet, weil die Sonne dahinter ist. Guck mal, es bewegt sich auch. Ist ja geil. Okay, wie breit machen wir den Spaß? Ich glaube, 6. 7 ist legit, glaube ich. Dann müssen wir nur hinter dem Portal abschließen später. Aber 7 ist, glaube ich, okay, wenn wir hier 7 reinmachen. Aber ich muss auch vorher hier die Häuser ansetzen, ne? Nicht, dass ich hier später zu weit überhänge oder so. Die sind ja immer an den Wegen angesetzt, ne? Das heißt, hier wäre dann wieder so, wenn ich das jetzt richtig sehe, ohne Zaun. Okay, hier hinten wird es richtig eng. Also das muss weg. Trotzdem irgendwie ganz cool. Geht hier noch so rein, ne? Überall Häuschen, Häuschen, wo noch Dorfbewohner reinkommen. Aber ich brauche noch viel mehr Stein, als ich dachte. Und deswegen. Okay, das sollte reichen. Und hast du schon abonniert? Das Video geliked? Jetzt ist die beste Chance dazu. Aber legen wir mal los. Nein, oh nein, oh nein. Während der Timelapse-Aufnahme ist hier alles abgebrannt. Und beim eifrigen Löschen hatte ich keine Zeit, die Kamera drauf zu halten und bin noch gestorben. Oh, verdammt. Aber wer ist auch so doof und pflanzt einen Baum direkt beim Cobblestone-Generator? Ich bin's, ich bin's. Gut, wir haben noch Eichenholz, um das zumindest damit zu fixen. Das ist schon mal ein Anfang. Aber nichts mehr. Alle Werkzeuge, ey, alles weg, ey. Verdammt, das ganze Eisen mitten in den Tod gefallen. Ich bin so pleite, ey, verdammt. Aber was mich wundert, ist, dass von da der Baum anfängt zu brennen. Aber die Stufen nicht, wenn der Baum nicht da ist. Weißt du, wie ich meine? Aber erstmal wieder Steinwerkzeuge. Juppie, juppie. Immerhin haben wir was zu essen. Und ich packe jetzt den Baum einfach hier hin. Also wirklich, einfach hier hin. Moment mal. Das hört sich doch hier an, als würde es brennen. Ach, das ist das Lagerfeuer. Boah, ich habe schon Feuerpanik. Ich habe schon voll die Feuerpanik. Ich mache jetzt immer eine Stufe drauf, solange ich nicht hier bin, damit da keine Flammen entstehen, die irgendwas anzünden könnten. Aber jetzt müssen wir gucken, wie viel Fichtenholz wir noch haben, weil damit bin ich auch gestorben. Nämlich gar nicht mehr so viel. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal ein paar Bäumchen machen, denn ich brauche viel Fichtenholz für den Rest meiner Maueridee da oben. Wachs doch mal hier. Tu mir mal den Gefallen. Wachs mal. Och, come on. Echt jetzt? Gut. Das war dann schon mal ein Stack Knochenmehl. Und hier? Warte, warte. Wir machen jetzt. Mach das platt hier. Danke. Und hier auch noch platt. Wer weiß. Vielleicht mag der Farmland daneben nicht. Danke. Danke. Wir machen das nämlich jetzt so, dass wir hier 1, 2, 3 Falltüren machen. Und hier kommt das raus und ein Stamm rein. So, Stamm und dann nochmal 1, 2, 3 drauf. Und das machen wir jetzt immer so weiter. Das heißt, wir lassen wieder 3 frei hier stammen, 3 frei da stammen. Jetzt kommt der gefährliche Part, weil wenn ich jetzt rechts klicke, geht es ja hoch, ne? Das heißt, ich versuche jetzt ganz hier. So, und wenn ich hüpfe und dann, ah, so, haben wir eine gebaut. Und noch eine, sehr schön. Jetzt kann ich einfach hier rüber gehen und die draufsetzen. Und das jetzt überall, yay. So, geschafft. Jetzt haben wir hier oben quasi die Rich People. Also unten in der Mitte wohnt das arme Arbeitervolk, auch genannt die Dorfbewohner. Und hier oben kommt die schöne Ecke hin. Das heißt, fügen wir hier in die Ecke Bäume, da in die Ecke Felder, da weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Aber hier oben wird das schön gemacht.
habe ich so ein Problem, dass ich gar nicht weiß, wie viel Videozeit ich jetzt schon habe mit den Timelapsen. So, das ist immer super schwierig einzuschätzen. Wir holen aber jetzt erstmal ein bisschen Erde und verfrachten nach da oben Bäume, weil ich will die nicht mehr hier unten haben. Das ist nicht so schön. Wir könnten ja vielleicht in jede Ecke Bäume machen, bis auf in eine. Pass mal auf, wir machen das so, dass wir quasi hier einen hinmachen. Hier, jetzt wird es dunkel. Hier und hier. Gut, dass ich eine Fackel habe, ne? Also eine. Erde, 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 Erde. Und eigentlich würde ich hier gerne Eichensetzlinge reinmachen, nicht Fichte. Auch wenn ich viel lieber mit Fichte baue, aber die Eiche würde schöner hier drinnen aussehen. Lassen wir das mal wachsen. Wenn es dann wächst, danke. Ne, die Fackel hätte ich gerne wieder. Ich höre mal gerade noch was Knochenmehl da hinten. Oh boy, wie das jetzt aussieht, ne? Wie so eine fliegende Festung irgendwie. Aber wir haben sicherlich noch Knochen. Ja, wir haben noch Knochen im Keller. Das ist doch gut. So, ich packe noch ein paar Samen hier rüber, weil falls wir sterben, können wir wenigstens wieder anpflanzen, die eine Kartoffel auch. Ja, das ist doch was Schönes Grünes hier, oder nicht? Also mir gefällt das gut. Gucken wir mal von hier ganz oben. Oh, warte, die wollte ich wieder wegmachen. Die fand ich doch nicht so geil. Ja, das hat doch was, ne? Das hat auf jeden Fall was. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir die Tiere und Felder und so hier oben unterbringen. Da ist unser Portal untergebracht. Da können wir auch hier drumherum noch ein bisschen den Boden so verändern, ne? Aber wenn wir jetzt hier so ein Feld reinmachen, ist doch eigentlich ganz nice. Dann können wir einen Wasserfall machen, der hier reinfließt. Oder was wir auch machen könnten, wäre die Dächer von den billigen Häusern hier Platz zu machen, damit das auf derselben Höhe ist. Und dann machen wir hier drauf quasi... Oder wir machen die Tiere doch hinten und machen über die Dächer einfach ein bisschen mehr Laufweg, weil eben nicht so viel Platz ist. Ich glaube, es wäre irgendwie cooler, wenn wir hier so zwei Blöcke Laufweg machen und noch so eine kleine niedrige Mauer drumherum. Und hier dann wirklich Tierchen für Tierchen. Jetzt muss ich nur fürs Erste auf jeden Fall mal wieder ein bisschen was anpflanzen, weil ein bisschen Essen brauchen wir schon. Außerdem brauchen wir es auch, um die Dorfbewohner zu vermehren. Deswegen ein bisschen doof, wenn wir hier jetzt gar kein Essen mehr haben. Aber wisst ihr, was mir gerade so ein bisschen aufgefallen ist, während ich das hier gemacht habe? Oh, ich muss hier noch... Oh, warte, hier muss noch eine Tür rein und so. Aber mir ist aufgefallen, jetzt wo das alles hier so eng ist und schnell begehbar irgendwie, musste ich auch an andere Games denken und es ist mir aufgefallen, dass ich es viel lieber mag, wenn die Game-Welten so solche engen, zum Beispiel Night City aus Cyberpunk oder sonstiges, wo die Welten eher kompakt sind und viel begehbar als so riesen offene Welten wie Assassin's Creed oder The Witcher. Das mag ich viel lieber, weil das kommt mir alles irgendwie so viel realer vor, wie so unendliche Weiten an Land, wo man langreiten kann. Red Dead Redemption, Minecraft. Das kommt irgendwie kommt mir das hier dann immer viel spannender vor und viel eher so, wie es sein sollte, weißt du? Jetzt sieht er ähnlich wie mir. Also ich mag lieber so enge, verwinkelte, urbane Gegenden als so ein riesen Kontinent, den man irgendwie durchstreifen kann, wo dann ja nicht so viel ist. Dann packen wir mal noch ein paar Fackeln in die einzelnen Häuser, damit hier auch ja nichts spawnt. Warum, wann, wie auch immer. Und dann könnten wir eigentlich hier schon unsere Weizenfelder anlegen. Und mich würde jetzt mal interessieren, ob wenn ich hier eine Stufe waterlogge, ich mache jetzt mal die hier, so, ob die Felder bewässert. Müsste sie, ne? Ja, macht sie. Okay, das ist nice. Das ist schon mal sehr gut. Und dann auch schön einrahmen das Feld, damit man auch sieht, dass das schön so eine für sich stehende Einheit ist. Und hier müssten wir eine Fichtenholztreppe hinmachen, glaube ich. Oder wir nehmen eine Eichenholztreppe, es geht auch. Ja, nice. Perfekt. Also der Baum ist jetzt buschiger irgendwie als da. Ne, also so die Entfernung auch, da haben wir drei Falltüren, da nur zwei, ne? Aber das Feld ist mittig, finde ich geil. Schreib mir mal in die Kommentare, ob es dir auch gefällt. Ich bin raus für diese Folge. Ciao. Mit V.